So, hallo und herzlich willkommen bei Denitiv Gaming und zu meinem wirklich ausführlichen Review des NanoPi A64. Das NanoPi A64 ist praktisch der große Bruder des NanoPis, hat deswegen auch mehr Anschlüsse, wie zum Beispiel zwei große USB 2.0 Anschlüsse, LAN und HDMI. Es empfiehlt sich auch, das Ding zu kühlen, denn es kann ganz schön warm werden. Wenn ihr euch also überlegt, euch ein NanoPi A64 zu kaufen, dann überlegt besser nochmal und kauft euch einfach ein Raspberry Pi. Das kostet nur ein bisschen mehr und der Support ist wesentlich besser und das ganze Ding ist wesentlich besser. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin Fabian von Denitiv Gaming und bis bald.